Heute schauen wir uns einen Zuschauerwunsch an. Ein Zuschauer von uns hat einen Daily Beater, den wir in diesem Daily Beater Format uns mal näher anschauen sollen. Und das ist der Puma Gravitation. Ist der Daily Beater tauglich? Macht euch einen ersten Eindruck, während ich das Ganze hier auspacke. Ist er das nicht? Schwer einzuschätzen. Also was ich zumindest hier auf den ersten Blick sehe, sieht schon mal nice aus. Also wie ihr seht, jetzt die innere Seite, das ist die äußere Seite. Und ich finde, ja, ihr seht auch mal wieder, wir haben auch wirklich gute Zuschauerempfehlungen hier, die wir uns mal näher anschauen sollen. Weil also, wir fangen ganz trocken einfach Step by Step an. Wir schauen uns erstmal die Außensohle an. Clean, schwarz mit Noppen. Gerade für schlechte Wetter, Herbst, Winter, wird er eigentlich gut funktionieren. Dann haben wir die seitliche Silhouette mit der seitlichen Mittelsohle und diesen Part hier, der mir wirklich sehr gut gefällt. Ich will es jetzt nicht aussprechen, aber ihr wisst schon, welche Sakai-Vibes wir hier bekommen. Oh, jetzt habe ich schon Sakai gesagt. Oh, na ja, aber in der dezenten Form. Also es wirkt nicht nachgemacht. Es wirkt wirklich nicht nachgemacht oder geklaut. Es hat irgendwie was Eigenständiges. Es sieht abgespaced aus. Hier unten glänzt es, da oben nicht. Hat schon was Nices. Dann haben wir eben dieses, ja, diese Kurve, die darüber geht und das Puma-Logo sehr dezent hier angebracht. Das finde ich verdammt schön. Seht ihr das? Wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite geht diese Kurve weiter und so schaut sie aus. Wenn wir uns insgesamt das Upper-Material anschauen, wir haben Lederansätze plus, was ist das für ein Material? Es fühlt sich gut an, ist natürlich Kunststoff. Ja, es wurde angenäht, es wurde gefüttert, also es ist ziemlich weich. Das gleiche Material haben wir hier auch nochmal in der Torbox, kann ich euch gerne auch nochmal zeigen. Die Torbox auch nochmal hier mit den Nahtaußen verstärkt bzw. verbunden. Und hier sieht man auch nochmal so ein bisschen, zeige ich euch hier eine Ziernaht. Die gleiche gibt es auch nochmal auf der anderen Seite. Es sieht also wirklich insgesamt gut aus. Das Material um die Schnürung zum Beispiel, kann ich euch gerne auch mal zeigen, ist tatsächlich leicht angeraut. Es fühlt sich weich an, sehr gut. Die Schnürung stinkt normal, ist okay für so einen Schuh, vor allem für diese Preisklasse. Also Zuschauerempfehlung, manchmal ist auch Blödsinn dabei, müssen wir auch unter uns sagen. Manchmal sind aber auch Goldstücke wie das hier dabei, weil das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Wirklich nicht. Und ich freue mich gleich wirklich reinzuhüpfen, weil ich könnte es mir wirklich gut vorstellen, den anzuziehen. Ich liebe diese Schwarz-Weiß-Kombos von Sneakern, wie auch zum Beispiel beim Abercrombie Low, den ich in Schwarz-Weiß habe. Den habe ich ja schon zu Tode gerockt und ich habe den immer noch. Und den, meine Frau sagt schon zu mir, schmeiß der 3 Monate bitte den endlich weg, der ist nicht mehr tragbar. Der fällt schon fast auseinander und ich trage ihn immer noch. Und ich glaube, der könnte einen guten Platz jetzt für den Herbst für mich einnehmen. Ich bin aber auch gespannt, wie der jetzt auch in Feed ausschaut, weil da muss er uns nämlich auch noch überzeugen. Und ja, lass uns mal reinhüpfen. Let's go. So, ich bin drin. Und tatsächlich, was ich jetzt, zeige ich euch als allererstes mal, was ich von oben nach unten sehe. Jetzt hier natürlich mit den stackenden Vibes. Ich werde sie mal kurz anheben, dass ihr den Sneaker so seht. Würde ich tatsächlich sogar schöner finden mit so einer Hose, die nicht ganz drüber stackt, ne? Ist aber gut. Also diese, also ich muss es hier nochmal erwähnen. Erwähne ich ja immer wieder bei Puma, aber während ich euch natürlich in 360 Grad zeige, ne? Diese Softform-Sohle von Puma mit einer der besten und bequemsten Sohle, ja, Sohlen, die es überhaupt von allen Sneakernherstellern gibt. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber es ist unfassbar nice, was die hier gemacht haben. Das ist so bequem. Und jetzt verstehe ich auch den Aspekt hier des Vorschlags, weil er wirklich so bequem ist. Sofort Daily Beater würde ich. Optik, Look muss einem gefallen. Ich finde es tatsächlich nice. Gerade natürlich die Haxe hinten sieht sehr, sehr clean und stylisch aus. Kann man nicht sagen. Und für den Preis, den man bezahlt, ja eigentlich schon ein Witz. Das heißt, wenn man einen Haut drauf Sneaker will als Daily Beater, wo einem nicht alles wehtut, wenn es schmutzig, dreckig, kaputt geht, dann hat man hier auf jeden Fall gefunden und ich bin tatsächlich insgesamt sehr überrascht, wie schön dieser Sneaker ist. Auch dieser leichte, ja, Altweißton zu dem komplett Weißen hier ist auch nochmal ein guter Kontrast zum Ganzen. Also wirklich überraschend nicht schlecht.